mache das hier einfach, um Menschen zusammenzubringen, um gegen Rassismus zu kämpfen, gegen Hinter- und solche Sachen alle. Und dadurch kann man einfach Menschen verbinden, durch Musik, egal, Kunst, Musik, in welcher Art auch immer. Für uns ist diese Kirche hier gerade aufgrund der wirklich wunderschönen Inneneinrichtung für Beleuchtung, sie ist schneeweiß, sie ist sehr leer, eine fantastische Projektionsfläche, um damit zu arbeiten. Und wir haben ja bereits im letzten Jahr schon erfolgreiche Licht und Ton zu einem schönen Ganzen zusammen kombiniert. Und in diesem Jahr haben wir das Projekt noch ein bisschen erweitert, haben Laser mit dazu genommen und vor allen Dingen freuen wir uns sehr, dieses Jahr einen wirklich schönen großen Chor mit dabei zu haben, sodass ja gerade so das Klangbild nochmal etwas erweitert wird, sodass die elektronische Musik und die Chormusik zusammen halt wirklich ein schönes Ganzes bilden. Wer ist der Chor? Die Liederlichen sind das aus Immbüren. Wir proben auch zufällig hier und freuen uns auf diesen Klangraum. Ne? Lichtraum, Klangraum, das ist schon eine tolle Kombination. Elektronische Musik, filmische Konzepte, die gerade in einem so schönen großen Raum schön tragen und die dann wiederum in der Beleuchtung die Rhythmik aufnehmen und insgesamt wirklich eine ganz multimediale Erfahrung letztendlich bieten und sehr beeindruckend gerade durch diesen Raum.